Hallo und herzlich willkommen zur Leseliste. Herzlich willkommen zur Leseliste. Hallo ihr Leseratten und willkommen zur Leseliste. Hallo ihr Leseratten und willkommen zu einem ganz besonderen Video, nämlich der Leseliste für den Herbst 2022. Ich hatte ja für Oktober keine Leseliste gemacht und werde auch für November keine machen und dachte mir, ich zeige jetzt all die Bücher, die ich im Herbst, also im Oktober und November lesen möchte. Ich sollte zwischendurch husten müssen, ich bin noch ein bisschen angeschlagen von meiner blöden Erkältung. Genau, kann passieren. Werde ich natürlich rausschneiden, aber nicht, dass ich wundere, dass irgendwie mal komisch wird oder so. Genau, oder räuspern. So, dann fangen wir mal einfach an. Es sind einige Bücher bei, die ich bereits jetzt im Oktober auch schon gelesen habe, logischerweise. Und einige, die ich noch lesen möchte. Und ich würde sie gerne alle lesen. Und mal gucken, ob das funktioniert. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich habe einfach keine wirkliche Reihenfolge. Ich fange einfach mit dem E-Book an, damit ich es nicht vergesse. Und zwar ist das Die Nachtjägerin, Band 1, Wolfsjagd von Hannah Siebern. Das E-Book habe ich schon sehr, sehr lange auf meinem Kindle gehabt. Und ich hätte jetzt geguckt, okay, habe ich noch irgendwas Halloweeniges auf meinem Kindle, was ich lesen könnte. Und dann fiel mir das wieder ein, dass es ja auch zu Halloween spielt. Und habe dann gedacht, okay, das passt halt wunderbar, dann nehme ich das mit rein und ja, freue mich auch sehr drauf. Als nächstes habe ich hier, das wollte ich letztes Jahr schon lesen, hat nicht ganz funktioniert, und zwar die Totenbändige Band 5 und 6 von Nadine Erdmann und Heilige Nacht. Diese Reihe finde ich einfach nur großartig. Kann sie auf jeden Fall für Halloween auf jeden Fall empfehlen. Ist so ähnlich wie Lockwood & Co., wo ich immer den fünften Band lesen müsste, den ich nicht hier habe. Weswegen er es ja auch nicht auf die Leseliste drauf ist. Weil ich glaube, dass ich genügend Bücher für dieses Jahr habe. Und Lockwood & Co. dieses Jahr leider ausfallen muss. Dafür ist das wieder dabei, was letztes Jahr ausgefallen ist. Und auch hier kann man gespannt sein, wie es weitergeht. Ebenfalls im letzten Jahr angefangen habe ich eine Trilogie, wo ich dieses Jahr den zweiten Band weiterlese. Beziehungsweise ich bin noch dabei. Und zwar Black Forest Teil 2 Ghost Hunter von Nina McKay. Ist ja das zweite Band. Und ja, das spielt im Schwarzwald. Aber die Schüler dieser Geistschule oder Geistseherschule, also die können Geister sehen auf jeden Fall. Und sie auch selber als Geist formatieren. Nein, formatieren ist falsch. Und selber zu einem Geist werden, indem die Seele ihren Körper verlässt für eine kurze Zeit. Also sehr, sehr speziell. Und da habe ich dieses Jahr den zweiten Band zugegriffen. Den dritten werde ich wahrscheinlich nächstes Jahr lesen. Außerdem hatte ich ja in meinem Urlaub im Harz Bücher mitgenommen, die auch wunderbar an die Halloween-Zeit passen. Und zwar, das eine lese ich auch gerade, Im Schatten der Hexen, Band 1, Hexenring von Katrin R. Rotowetz. Das ist eine ziemlich lange Reihe und ja, spielt im Harz, wie gesagt. Und habe ich ja mitgenommen, weil ich ja diesen einen Stempel gefunden habe in Wernigerode am Schloss. Und deswegen wurde mir gesagt, es gehört zu dieser Buchreihe. Nicht genau zu diesem Buch an sich. Es gibt dafür noch ein extra Buch, wo man die Stempel reinstempeln kann. Aber ich dachte mir, ich nehme den ersten Band mal mit, weil das andere hatten sie auch gar nicht da gehabt. Und ja, ich bin da schon relativ weit, Spoiler-Alarm. Das zweite Buch war es ebenfalls zu Halloween. Ich glaube, es spielt auch an Halloween, ne? Ich glaube schon. Ja, genau. ein paar Sätze lesen oder ein Satz lesen reicht schon. Das ist auch eine Buchreihe. Spielt, wie gesagt, auch an Halloween und auch im Harz. Und zwar Todesruhen, von Corinna C. Klengel. Ja, hier geht es auch um eine Harzhexe. Und da bin ich gespannt, was mich hier erwartet. Das Buch ist relativ schwer, habe ich gerade festgestellt. Ja. Das wird demnächst gelesen werden. Ein Buch, das überhaupt gar nichts mit Halloween zu tun hat, aber wir sind ja irgendwann auch im November, wo Halloween vorbei sein dürfte. Und ich habe das Buch schon mal kurz angefangen zu lesen, weil ich dachte, jetzt passt es ganz gut, aber nein, es spielt im Herbst und deswegen habe ich das jetzt für den Herbst auch aufgehoben und werde es jetzt im November hoffentlich auch lesen können. Und zwar Redwood Love. Es beginnt mit einem Blick von Kelly Moran. Ne? Viele haben es schon gelesen, ich nicht. Und ich bin sehr gespannt, was mich hier erwarten wird. Und da das ja im Herbst, wie gesagt, beginnt und es auch ziemlich herbstlich aussieht, so ein bisschen hier mit dem Blatt und so, ist es jetzt für den Herbst vielleicht gar nicht so schlecht.
wie gesagt, mal wieder ausklingen von Halloween und Grusel, kommt dann vielleicht das auch ganz gut. Ja, und das waren meine 6 Bücher, die ich mir für Oktober und November rausgesucht habe. Und ich bin wahnsinnig gespannt auf alle. Wie gesagt, ein paar habe ich schon gelesen. Ich möchte aber dazu nichts sagen, das erzähle ich euch dann im Lesemonat. Und ja, sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Habt ihr irgendwelche Bücher für Halloween? Ich habe ja noch eine Reihe, die ich mir auf die Wunschliste gepackt habe, die ich auch noch unbedingt lesen möchte, die ich jetzt natürlich nicht erwähne. Aber vielleicht habt ihr noch irgendwelche Bücher so mit Hexen, Geistern, irgendwas so Gruseliges, was man dann auch in Erwägung ziehen könnte für die nächsten Jahre, die man sich mal anschauen könnte. Und darüber bin ich immer sehr, sehr froh, wenn ich was Neues entdecke, was genau zu der Zeit passt, zu dieser gruseligen Stimmung für Halloween. Okay, bis dann. Bye-bye.